Freunde der Drogerie, ich habe wieder ein paar Geheimtipps für euch und dieses Mal Produkte, die meiner Meinung nach viel zu selten besprochen werden. Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich sehe so aus, als hätte ich das Übergrößensakko meines Vaters an, aber I love it. Ich dachte mir, es passt irgendwie in diesen neuen Vibe hier. Irgendwie mag ich's. Ich bin mir noch nicht so sicher. Gebt mir gerne mal ein Feedback, wie ihr das neue Studio findet. Folgendes hat sich zugetragen. Ich habe in den letzten Wochen ja eher so ein bisschen anderen Content gemacht und ich habe gesehen, wir brauchen mal wieder die alten Favoriten und ich habe ein paar Produkte rausgesucht, die meiner Meinung nach viel zu selten Aufmerksamkeit bekommen und die würde ich euch heute gerne zeigen. Falls ihr hier also neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und das immer wieder vergessen wird, dem Video gerne einen Daumen nach oben da lasst. Ich würde mich riesig drüber freuen und würde vorschlagen, wir starten. Und ja, ich weiß, das Thema Füße ist so ein Thema, was nicht unbedingt jedem und jeder von uns gefällt, aber wir müssen trotzdem reden. Und ich habe in meiner Not, es ist lustig, ich finde immer in meiner Notlage spannende Produkte und ich habe das hier gehabt. Das ist von L'Oreal, das Bright Reveal Dark Spot Hauterneuerndes Peeling. Im Gesicht ist es mir leider zu stark. Das ist sehr krass. Du drehst es um, dann kommt das hier raus und dann kannst du hier es ganz genau dosieren. Bupp. Das ist so ein bisschen klebrig, es ist so ein bisschen holographisch, es sieht so ein bisschen aus wie so eine Schlangenhaut. So ist das auch, glaube ich, ein bisschen inspiriert davon. Im Gesicht ist das schon krass, aber es peelt intensiv, würde ich sagen. Und ich bin ja im Moment nach meinen, sagen wir, schwierigen Vorkommnissen mit meiner Haut ein bisschen vorbelastet die letzten Wochen gewesen und war sehr, sehr vorsichtig, was ich in mein Gesicht gegeben habe. Aber meine Füße, die sind mitgenommen durch das viele Laufen, was wir im Moment machen und den vielen Sport und ich bin viel ohne Socken, ohne richtige Schuhe hier unterwegs, sehen die Füße natürlich ein bisschen mitgenommen aus. Und da wir uns jetzt so langsam, aber sicher Richtung gemütliche Zeit hinbewegen, dachte ich mir, müssen wir was tun. Und ich kenne ja das Ordinary Glykosäure-Ding und das ist gut, aber das ist nicht so intensiv. Ich habe mir das hier auf die Fersen gemacht, 10 Minuten draufgelassen, danach abgeschrubbt. Freunde, meine Füße sind glatt, glatt. Richtig, richtig gut. An so super trockenen Stellen am Fuß. Nicht den ganzen Fuß, aber so an der Ferse oder vielleicht mal am großen Onkel. Wenn es da ein bisschen trocken ist, drauf machen, antrocknen lassen, 10 Minuten, 15 Minuten an den Füßen ist nicht ganz so schlimm. Spektakulär. Spektakulär, die Füße. Butter, butter weich. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Es ist ein bisschen teurer, du brauchst auch nicht viel, aber falls ihr das vielleicht schon zu Hause habt und ihr sagt, ey, das ist mir vielleicht doch ein bisschen zu intensiv im Gesicht, probiert es mal an euren Füßen aus. Ganz, ganz toll. Danach eine Maske oder eine Fußcreme oder eine Fußmaske rauf und am nächsten Tag, ich sag's euch, eure Füße waren noch nie so weich und so. Die sehen halt nicht mehr so grau aus. Das könnt ihr mal ausprobieren. Rutschen wir einmal kurz in die entgegengesetzte Richtung zu den Augen. Da wollte ich mit euch nochmal über Eyepatches reden. Ich muss sagen, ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen, was Eyepatches angeht. Ich habe wiederverwendbare von Typology, die ich sehr, sehr gerne benutze und auch regelmäßig benutze. Aber gerade wenn ich unterwegs bin, will ich einfach was Kleines, Leichtes in meiner Handtasche haben. Und da haben sich diese hier von Schebens wirklich, wirklich bewährt gemacht. Es gibt die einmal in Gold und es gibt die einmal in Blau mit Hyaluron. Mir gefallen die in Gold auch gut. Die haben aber nicht so dieses Feuchtigkeitsspendende mit dabei. Und diese Dinger hier, super. Ich mache das recht regelmäßig. Hier steht auch 2 bis 3 Mal die Woche drauf. Ja, dem würde ich zustimmen. Ich lege die mir in den Kühlschrank. Ich habe hier unten mittlerweile einen großen Kühlschrank. Und da ist neben Getränken, Eis, Ofenkäse, sind auch Augenpatches mit dabei. Reduziert bis zu 87% reduzierte Augenschatten, weiß ich jetzt nicht. Da hilft bei mir, glaube ich, auch kein Eyepatch mehr. Aber die sind wirklich gut. Gerade wenn ihr so Trockenheitsfältchen unter den Augen habt, wenn ihr wollt, dass euer Make-up und vor allen Dingen euer Concealer nicht so stark in die Fältchen rutscht, nicht so trocken aussieht, ist das eine wirklich gute Idee, um das da einfach mal reinzumachen. Und das ist mir mittlerweile so wichtig, ich habe neulich welche probiert. Nee. Da war der Mülleimer. Ich weiß nicht mehr, woher die waren. Es war irgendeine Tropical Limited Edition. Schrecklich. Es waren extra große. Die waren so groß und die waren so schwer, dass du musstest nur so machen. Und die sind weggerutscht. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Mein Tag ist ja recht strukturiert und ich mache immer irgendwas parallel, immer Multitasking. Und wenn ich Eyepatches drauf habe, schreibe ich vielleicht schon eine E-Mail. Und wenn ich, weiß ich nicht, die Fußmaske drauf habe, dann rasiere ich mich so ungefähr. Mag ich nicht, wenn die wegrutschen, da rutscht nichts. Die sind recht klein, aber die halten dadurch einfach wirklich an der Stelle, wo ihr sie raufgebt. Ich glaube, 99 Cent kosten die. Die sind vegan mit Hyaluron und Panthenol. Panthenol hat sich auch hier, ne, ihr seht es noch an so ein paar kleinen Stellen, habe ich noch so ein paar Unebenheiten.
Habe ich jetzt langsam in den Griff bekommen. Hat Panthenol, Bepanthen, so eine dicke Tube Bepanthen habe ich mir einfach ins Gesicht geschmiert. Super. Wirklich, wirklich gut. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und ich habe noch was, bevor wir hierüber sprechen. Denn dieses Ding hier, ein Traum an Duft. Eine Sache freue ich mich sehr, dass ich wieder weiter mit Larisée zusammenarbeiten darf. Ihr wisst es ja, ich bin großer, großer Fan von Larisée. Ich habe euch meine zwei aktuellen Favoriten mitgebracht. Einmal die 188. Das ist sehr paradox. Es ist ein frischer, blumiger, aber ein bisschen extravaganterer Duft. Also der hat so ein bisschen sehr feminine, sehr präsente Note mit dabei. Es ist ein bisschen paradox, mag ich sehr, sehr gerne. Und ich bin ja so eine Maus, ich layer Düfte total gerne. Also ich kombiniere verschiedene Düfte, weil ich einfach von verschiedenen Düften verschiedene Noten raushaben möchte. Hier habe ich beispielsweise so ein bisschen das Ambrige, ein bisschen das Holzige, aber die Blume. Und dann kombiniere ich die 184. Und ich glaube, das spricht für sich. Das ist die verlorene Kirsche von Onkel Tom. Haben wir schon so oft drüber geredet. Ich habe jetzt, das ist glaube ich jetzt die zweite oder dritte Flasche. Und ich habe ja auch das Originalprodukt hier. Ich greife dazu ehrlich gesagt nicht, weil ich mich einfach, ich bin so eine Maus, ich sprühe. Ich sprühe, sprühe, sprühe mich voll von oben bis unten. Ich will, dass du mich riechst. Aber für 300 Euro schäme ich mich da so ein bisschen. Das fühlt sich irgendwie nicht so richtig an. Klar, man kann den Duft mal so ein bisschen hier raufsetzen, um sich mal selbst frisch zu fühlen. Aber für den Alltag und für das reale Leben, für jeden Tag, absolut Larisée. Top-Qualität. Der Duft hält länger als der Original. Gerade bei diesem hier ist es mir aufgefallen, der sehr, sehr gut hält. Meine Mutter schwört auch auf den mittlerweile. Ihr könnt bei Larisée nicht nur den Service-Online-Chat nutzen, sondern ihr könnt auch den WhatsApp-Service nutzen. Einfach Larisée schreiben und eine WhatsApp-Nachricht schicken. Auch am Wochenende funktioniert das. Und wenn ihr sagt, okay, ihr sucht vielleicht gerade eine günstige Alternative zu Coco Chanel, Nummer 5. Larisée sucht euch den passenden Duft, der inspiriert dadurch ist. Und, das finde ich eigentlich ganz cool, das hatte ich euch letztes Jahr schon mal gezeigt, das sind so Duft-Experience-Sample-Kits, mit denen ihr einfach 20 verschiedene Düfte testen könnt. Die sind nummeriert, sodass ihr auch wisst, okay, welcher Duft ist das in einer Mini-Größe. Das ist so ein klassisches Parfum-Sample. Und da habt ihr 20 verschiedene Düfte mit dabei und könnt euch einfach da mal so ein bisschen durchprobieren. Das ist auch gerade ganz, ganz toll, um einfach neue Düfte kennenzulernen. Um einfach mal zu schauen, hey, was interessiert mich vielleicht noch? Ihr habt wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Düften hier mit drin. Von floraleren bis etwas präsenteren Düften. Eher in die feminine Richtung, aber es gibt das Ganze natürlich auch nochmal mit den männlicheren Düften, die so ein bisschen schwerer, aquatischer, zitrischer sind. Kann ich euch wirklich empfehlen, einfach um sich da so ein bisschen durchzutesten. Ist selbstverständlich alles vegan und cruelty-free, gar keine Frage. Ich packe euch das mal unten mit rein. Mein Code könnt ihr natürlich auch immer benutzen. Und soweit ich weiß, gibt es dieses Mäuschen hier auch noch mit dazu. Da könnt ihr einfach euer Parfum mit abfüllen. Super einfach. Ihr schraubt oben einfach den Deckel ab und setzt das hier rauf. Pumpt, fertig und habt euer Lieblingsduft immer mit dabei zum Nachfüllen. Also schaut da gerne mal bei Larisée vorbei. Wirklich große Empfehlung. Ihr kennt ihr mittlerweile schon, ne? Also ich weiß nicht, wie lange ich schon mit Larisée zusammenarbeite und wie viele Düfte ich vor allen Dingen auch hier schon habe. Super. Larisée, ich habe übrigens noch ein paar Ideen für neue Düfte. Call me. Okay, bleiben wir kurz beim Duftthema, denn dieses Schätzchen hier, großartig. Ich habe das neulich eher so ein bisschen mutig gekauft, muss ich sagen, weil ich einfach nicht gedacht habe, dass ich das mag, aber ich lieb's. Ich bin keine körnige Peeling-Maus, keine mechanische Peelings-Maus im Gesicht. Am Körper ist es was anderes. Ich hatte neulich, als ich meinen Sonntags-Clean-Up gemacht habe, hatte ich wirklich das Bedürfnis, mich mal so ein bisschen sauber zu schrubben. Gerade wenn man vielleicht demnächst ein Self-Tan machen möchte. So, dann habe ich das hier gefunden. Tesoro d'Oriente. Hammam. Das riecht so toll. Das ist ein ganz spannendes Peeling. Wir haben hier eine ganz tolle, dicke Konsistenz. Aber die Peelingkörner sind nicht so spitz. Die sind ganz rund, die sind ganz fein. Ihr habt verschiedene Größen an Peelingkörner mit dabei. Einige lösen sich auf, andere wiederum nicht. Und es hinterlässt so ein sauberes, gepflegtes Gefühl an der Hand. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass diese meisten groben Peelings immer so auf so einer öligen Basis sind? Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich habe mir neulich fast den Oberschenkelhals gebrochen, als ich das letzte Mal machen wollte. Wenn die Dusche dann so ölig rutschig ist, so ein Öl-Zucker-Peeling, furchtbar, weil du kriegst das dann auch nicht von der Dusche weg. Das Einreiben, es schäumt nicht richtig auf, aber du hast trotzdem so ein Sauberkeitsgefühl danach. Die Haut ist richtig schön weich, ohne dass sie brennt danach, ne? Weil du sie nicht weggeschrubbt hast, sondern du hast nur die oberste Hautschicht entfernt,
auch hier an den Füßen benutze ich sehr, sehr gerne an den Händen. Ich habe neulich einen ganz lieben Kommentar bekommen. Da hat jemand geschrieben, ich dachte, das sind Frauenhände, weil deine Hände so gepflegt sind. Habe ich mich wirklich drüber gefreut. Vielen Dank, weil ich sowas gerne mache. Ne, so ein Handpeeling. Ich nehme natürlich auch viele Serien, ne, an meine Hände. Aber das funktioniert sehr, 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 sehr gut. Zu guter Letzt noch ein neues Produkt, was ich großartig finde, ganz, ganz spannend, ist von Isana. Das ist das Glow Anti-Oxtoner Spray, wirkt antioxidativ mit Niacinamid 2% und Vitamin C 2%. Das ist ein sehr spannendes Produkt. Erstmal der Sprühnebel, super, ganz fein, super gut. Die Flasche auf jeden Fall nicht wegwerfen. Wenn ihr mal ein Fixing Spray habt, vielleicht, was euch nicht ganz so gut gefällt, könnt ihr das danach reinsprühen. Auf der Haut hinterlässt es einen so wunderschönen Glow. Das ist jetzt noch nass, es zieht jetzt gleich ein, wirkt so ein bisschen antioxidativ. Kann man ganz gut abends, wie ich finde, benutzen. Vitamin C ist eigentlich eher auch für tagsüber. Du kannst damit machen, was du willst. Du kannst dein Make-up damit so ein bisschen glowiger machen. Du kannst deiner Haut einfach so einen leichten Glow-Faktor geben. Und einfach so ein bisschen Pflege und Feuchtigkeit. Ein ganz spannendes Spray, was nicht austrocknet. Sehr, 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 sehr gut gefällt mir das. Habe ich jetzt die letzten 2 Wochen wirklich regelmäßig benutzt und würde ich auch weiter benutzen. Ist ganz neu aus dieser Wirkstoffreihe. Super, super gut. Ich wünsche mir, dass diese Wirkstoffreihe noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hier auf Social Media bekommt. Ich bin sehr gespannt, ob ihr vielleicht noch den einen oder anderen Geheimtipp gefunden habt. Dann schreibt es mir doch gerne einmal in die Kommentare. Ich würde mich da riesig drüber freuen. Und vielleicht haben wir ja noch das ein oder andere Schätzchen. Also danke ich euch, dass ihr mit dabei wart. Schaut unbedingt bei Larisee vorbei. Sichert euch diese Sets. Es lohnt sich gerade wirklich. Ihr könnt damit was sparen. Ihr riecht immer toll. Ihr riecht wie eine gute, schöne, süße Maus vom Kudamm. Bis zum nächsten Mal.